Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Mit diesen Worten aus dem Philipperbrief begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer Andacht am Sonntag Letare. Wir sind mitten in der Passionszeit angekommen und der Name dieses Sonntages, Letare, ruft mitten in dieser Zeit, in der an sich der Blick auf das Leiden gerichtet ist, zur Freude auf. Das ist wichtig und ist ein Aspekt, den wir gerade im Moment nicht aus den Augen verlieren sollten. Die Freude am Leben, am Sein, am Miteinandersein. Und auch wenn wir einander nicht besuchen, nicht sehen wie gewohnt, können wir Gemeinschaft teilen. Und wir tun dies hier mit dieser Andacht im Namen unseres dreieinigen Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, dein Heiligen Geist du zu uns send. Mit Hilf und Gnad er uns regier und uns den Weg zur Wahrheit führ. Tu auf den Mund zum Lobe dein, bereit das Herz zur Andacht fein, den Glauben mehr stärkt den Verstand, dass uns dein Name wird wohl bekannt. Er sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist in einem Thron, der heiligen Dreieinigkeit, sei Lob und Preis in Ewigkeit. Unser Gott, miteinander sind wir hier, jeder von uns an seinem Ort und doch gemeinsam, vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten und doch verbunden. Wir kommen zu dir und sind hier, so wie wir sind und mit allem, was uns bewegt, mit unseren Sorgen und Ängsten, mit unserer Gelassenheit und mit unserer Ruhe, mit unserer Liebe und unserem Mitgefühl, mit unserer Wut und unserem Unverständnis, mit Dankbarkeit für manches, was gewesen ist, auch an Bewahrung und mit all dem Guten und weniger Gutem an Erlebtem und Getanem. Und wir bitten dich um deine Gnade, um deine Liebe, die stärkt und heilt, versöhnt und hilft, um deine spürbare Gegenwart. Stimme, die Stein zerbricht, kommt mir im Finstern nah. Jemand, der leise spricht, hab keine Angst, ich bin da. Sprach schon vor Nacht und Tag, vor meinem Nein und Ja. Stimme, die alles trägt, hab keine Angst, ich bin da. Ich lese aus dem Neuen Testament, aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Freuet euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Gottes Wort sei das Licht auf unserem Wege und Leuchte für unsere Füße. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Für diesen Sonntag war ich so frei, von den vorgeschlagenen Bibeltexten abzuweichen und stattdessen die Worte des Philipperbriefes für unsere Andacht zu wählen. Sie erklangen in mir durch den Namen des Sonntages: Letare, freut euch. Durch seine Botschaft an uns. Und weil ich in diesen Worten vieles höre und empfange, was mich gerade aufbaut, stärkt, mir hilft. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ach, wie schön wäre es, wenn wir all unsere Sorge einfach so loslassen, jemanden anders, meinetwegen Gott, übergeben könnten. Doch so leicht ist das nicht. Und in gewissem Rahmen finde ich es auch nicht verkehrt, das Sorgen nicht ganz loszulassen. Denn Sorge kann auch bedeuten, aufmerksam zu werden, aufmerksam zu sein, von der Sorge in eine Fürsorge hineinzugehen. Wenn wir auf das schauen, was im Moment passiert, zum Beispiel, dann ist da eine Realität, die uns verständlicherweise in Sorge versetzt. Da gibt es eine Krankheit, eine neue Krankheit, und es gibt noch keine Heilung oder umfassende medizinische Hilfe. Wir sehen und wissen, jeder von uns kann krank werden. Und es gibt Menschen, die besonders gefährdet sind. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden auch Menschen betroffen sein, die wir lieben. Doch wir können etwas tun. Auch wenn es schwer fällt, so wenig wie möglich andere Menschen sehen, treffen, außer virtuell. Jede Sorglosigkeit, die, aus welchen Gründen auch immer, die Vorsichtsmaßnahmen, die wir alle angehalten sind, einzuhalten, außer Acht lassen, ist unverantwortlich und mit unserem christlichen Glauben nicht zu vereinbaren. Denn dieser ist gebunden an einen Gott der Liebe, an ein System, das liebend danach schaut, was dem Leben dient. Sorge, also in Richtung einer schauenden, aufmerksamen, liebenden Fürsorge, ist nicht per se verkehrt. Schwierig wird es mit der Sorge jedoch, wenn sie anfängt, uns zu umklammern, wenn sie uns ausfüllt, mehr und mehr uns am Atmen hindert, unseren Blick eng werden lässt, uns antreibt und antreibt, gleichzeitig stillstehen lässt, uns lähmt und wiederum gleichzeitig nicht zur Ruhe kommen lässt. Wenn sie verbunden ist mit der Vorstellung, wir Menschen und am besten noch jeder Einzelne von uns könnte, müsste, ja was denn eigentlich? Die Welt retten? Das Heil beschaffen? Das Überleben an und für sich sichern? Das können wir doch gar nicht. Sorge, so verstanden, ist nicht lebensdienlich, sondern lebenshinderlich. Sie führt dazu, dass Menschen panisch werden. So fange ich an zu hamstern, denn es scheint mir Sicherheit zu geben, mir Kontrolle zurückzugeben. Dumm nur, dass sich das Gefühl der Sicherheit nicht einstellt, egal wie groß die Vorräte im Keller werden. Ebenso kann diese Art von Sorge dazu führen, dass ich verdränge, so tue, als wäre nichts. Ich schimpfe über die Maßnahmen, die verhängt werden, oder ignoriere sie, treffe mich weiterhin auf vermeidbarer Weise mit anderen, denn wenn ich die Sorge an mein Herz ließe, dann hielte ich das nicht aus. In diese Angst hinein höre ich aufbauend die Worte: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Natürlich ist mir bewusst, dass alleine, weil ich diese Worte höre, nicht die Sorge, die umklammernde, einengende oder verleugnende Sorge, verschwindet oder ich sie einfach so abstellen könnte. Aber mir hilft es, zu hören, einfach mal zu hören,
lass deine Sorge los. Nimm das, was dich so beschäftigt, und packe es zusammen mit dem Dank, den es sicherlich auch gibt, ins Gebet und überbringe es Gott. Mit Flehen, wenn dir nach Flehen ist. Mit dem Wissen, dass er deshalb nicht alles so richtet, wie wir es uns wünschen, oder Heilung wundersam dadurch allen möglich würde. Aber auch in dem Wissen, dass das Leben insgesamt in seinen Händen liegt. Wir auch im Unglück und im Vergehen gehalten werden. Dass wir in der Welt mit ihm leben und dass unsere dazu beitragen können und dürfen, dass Leben wachsen, entstehen kann und geschützt wird. Dass wir beitragen dürfen und können, aber nicht selbst alles erhalten müssen, sondern gehalten sind. Mir hilft das, ehrlich auf die Situation zu schauen und nicht in Panik zu verfallen. Mir hilft es, mich meinen Ängsten zu stellen, sie zu spüren, aber nicht in ihnen zu verharren. Und wie wunderbar finde ich es, wenn ich erleben darf oder erzählt bekomme, wie auch andere sich nicht übermannen lassen von der Sorge. Wie zwar Klopapierregale leergeräumt sind, aber eine junge Frau einem älteren Ehepaar, das glücklich darüber ist, sie mit Klopapier aus dem Geschäft herausgehen zu sehen und die weiß, drinnen gibt es aber keines mehr, es ihnen überlässt. Und im Gespräch, das sich entwickelt, dieses Paar, erleichtert, weil es etwas bekommen hat, das es wirklich brauchte, der jungen Frau im Gegenzug ihre Seife geben, die im Auto liegt und die sie nicht unbedingt brauchen. Wirklich geschehen. Eure Güte lasst kund sein, allen Menschen. Der Herr ist nahe. Das ist möglich. Auch das ist etwas, das wir gerade in dieser Zeit besonders erfahren und erleben, teilen und miteinander leben können. Und das macht mir Freude. Und vieles andere auch. Die Sonnenstrahlen, die ich in den vergangenen Tagen tanken konnte, ein Lächeln und Grüßen aus weiter Entfernung, Telefonate, die ich ohne diese Zeit so nicht geführt hätte, Gedanken und Gebete, die wir teilten und teilen. Was hat Ihnen Freude bereitet in den vergangenen Tagen? Welche Freude ist gerade im Moment in Ihnen? Spüren Sie ihr ein wenig nach. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Komm das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim der aus dem Acker in den Morgen dringt. Liebe wächst wie Weizen.
Unser Gott, dankbar sind wir für die Freuden des Lebens, für spürbare Begleitung durch dich und andere, für Menschen, die das Ihre tun, damit es uns und vielen anderen gut geht, so gut wie es möglich ist. Viele Dinge bereiten vielen Menschen derzeit Sorgen. Dir bringen wir die Sorgen und Ängste, übergeben sie dir. Sorge um Menschen, Menschen, die wir lieben und uns Unbekannte. Sorge um die eigene Arbeit und um die wirtschaftlichen Konsequenzen. Sorge um die Zukunft, die Nahe und die Ferne. Hilf uns und der Welt, gut mit dem, was ist, umzugehen. Hilf uns, schützend und sorgsam zu handeln. Hilf den Ärztinnen und Ärzten, Schwestern und Pflegern, allen im medizinischen Bereich Tätigen. Hilf denen, die jeden Tag arbeiten gehen, damit das Leben funktionieren kann. Hilf den Erkrankten und den Sterbenden. Du sei mit deiner Kraft und deinem Geist am Wirken, sei nahe, Herr, spürbar, kraftvoll, helfend nahe. Manche Sorge tritt gerade in den Hintergrund, obwohl sie uns ebenso berühren sollte. Auch diese Sorgen bringen wir dir, nicht alleine sie loszulassen, sondern auch mit der Bitte, uns zu erinnern, sie im Blick zu behalten. Sorge um Menschen in existenzieller Not. Sorge um Flüchtende und Heimatlose. Sorge um Obdachlose. Sorge um Menschen in Kriegsgebieten und in Gewaltsituationen. Du sei mit deiner Kraft und deinem Geist für sie und mit ihnen. Sei nahe, Herr, spürbar, kraftvoll, helfend nahe. Dir bringen wir, was uns persönlich gerade besonders auf dem Herzen liegt. Du sei mit deiner Kraft und deinem Geist spürbar da. Du sei nahe, Herr, kraftvoll, helfend, nahe. Und mit den Worten Jesu bitten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Sei Quelle